Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dying Light. Es tut mir sehr, sehr leid, dass in der letzten Folge der Sound so schlecht war von der Stimme. Also irgendwie stimmt was mit Audacity manchmal nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht kennt sich einer damit aus, irgendwie mit dem Problem oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr mal nochmal reinschauen, vielleicht irgendwie in die Kommentare schreiben, was daran das, wo das Problem war. Aber jetzt müsste es, glaube ich, eigentlich wieder klappen. Ich habe am PC neu gestartet, wegen dem Aufnahmeprogramm, und normal müsste es jetzt wieder klappen. Ich weiß nicht genau. Aber ich hoffe es doch. Und ja, Leute, ich bin jetzt hier in den Raum reingegangen. Ich dachte, hier kann ich mich besser verstecken vor den ganzen bösen Menschen in der Nacht. Und dann war es leider schon so, dass ich hier leider das verpasst habe. Das Twilight, also das Mädchen ist nicht mehr da. Und es hat, einer hat hier eine Nachricht aus Blut hier von dem Zombie draufgeschrieben. Ich kann sie mal vorlesen. What happens to a scorpion when you cut out its sting? Come to the museum to find out. Also, was passiert mit einem Skorpion, wenn du seinen Schwanz abschneidest? Komm zu dem Museum, um es herauszufinden. Ja, das ist natürlich, wer wohl, natürlich Rais, dem wir ja die Hand abgeschlagen haben. Das soll natürlich die Nachricht dazu sein. Also, und er hat sie, glaube ich, jetzt, ja, bei sich. Und, dann haben wir uns bei, wie heißt sie nochmal? Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Haben wir uns gemeldet bei dieser einen da? Tja, ich weiß nicht genau. Naja. Und ja, war ein bisschen frustriert, dass der Sound hier so kacke war. Man kann ja jetzt nicht schon wieder eine neue Folge, deswegen, also jetzt wieder eine nächste Folge wieder nicht raushauen. Ich habe schon die 21. Folge habe ich schon verkackt. Deshalb, so. Und jetzt mal schauen, was machen wir denn jetzt hier? Bin ich mal gespannt. Hier runter am besten noch nicht. Bin mir nicht sicher, wo wir hingehen sollen. Oder sind wir hier am Kämpfen? Was machen sie denn da? Die Kerle. Weiß nicht, hier runter springen, auf dieses Fenster drauf? Jawohl. So. Und jetzt hier drauf. Na Leute, was macht ihr hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Kommt her, fallt um. Okay, das hätte ich, glaube ich, ein bisschen besser machen müssen mit der Pistole. Was war er denn da? Er springt da einfach runter, oder was? Junge, was ist los? Alter, was machst du denn da? Wir haben dich gerettet, Junge. Komm, steh auf. Benutzen. Komm schon, alles wieder gut, Junge. Kein Problem, Junge. Hast du was für uns? Attentäter, okay, das gehen wir immer gerne an. Jetzt hier rüber. Ist er tot hier? Ne, okay. Er lebt noch, ich dachte schon, er ist gestorben. Alles klar, wir rennen jetzt hier runter. Hi Leute, was geht? Ich will hier kurz irgendwie mal schauen. Habt ihr irgendwas für mich hier? Erstmal können wir hier uns unsere Belohnung abholen. 5000 Punkte und eine neue Überlebensstufe haben wir, glaube ich. Jawohl, Fertigkeitspunkte erhalten. Gucken wir uns mal an. Was können wir denn da am besten hochmachen? Lernen Sie, wie man sich leicht und dazu nutzen kann, um sich zu Infizierten zu tarnen. Nee. Aufbruchmittel wirken sehr viel länger. Das Durchsuchen von Leichen dauert nicht so lange, okay. Lernen Sie, wie man einen Wurfhaken baut und diesen einsetzt, um sich in der Umgebung freier zu bewegen. Falls Sie den Wurfhaken jemals verlieren sollten, erhalten Sie bei Quartiermeister einen neuen.
Ja. Okay, den nehmen wir mal mit, den Wurfhaken. Der wird sicherlich praktisch sein. Was haben wir denn hier? Entwurf. Wolke 7 Mod, okay. Wo haben wir denn hier am besten unsere Sachen? Hier, ne? Gucken wir mal durch. Was haben wir denn da? Ein Wurfhaken. Kein freier Slot. Natürlich frei für den Wurfhaken. War ja klar. Tun wir einfach hier so ein Sturmgewehr mal rein. Und dann den Wurfhaken nehmen wir mit. So. Sieht gemütlich aus. Ja. Aber wir wollen jetzt erstmal schauen. Dann mal kurz nochmal Spielversteck. Haben wir vielleicht irgendwie andere Anzüge oder so? Outfits? Speer? Amerikanisch und sowas, naja. Schon irgendwie komische Outfits hier. Ganz sei so Länder oder so. Das sehen wir sowieso nicht. Ganz ehrlich. Deshalb nehmen wir einfach mal. Na komm. Gibt nicht gerade sehr viele Outfits. Das finde ich ein bisschen doof. Okay. Gut. Macht das Radio aus. Immer wieder dieses Ausmachen muss ich hier. Hallöchen. Was hast du denn Schönes für uns? Kukri-Messer, nee. Spitzhacke. Ich will schon irgendwie was Geiles haben. Das mit viel Handling. Kukri-Messer halt nur. Ich weiß, steht das nicht, warum das nur so. Keine Ahnung. Und den Effekt Elektrizität. Grausamer Schlagstock. 304 Schaden, 102. Krass. Brauchen wir aber Stufe 15. Alter, den möchte ich gerne haben. Kann man den trotzdem kaufen? Nee, leider nicht. Okay, erstmal verkaufen wir was. Was haben wir denn? 5000 können wir. Okay, das ist nice. Verkaufstalent, hey. Schon wieder eine Trophäe erhalten. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir jetzt schon in echt schnell einmal Trophäen gesammelt. Das ist schon mal gut. Finden Sie den Museumswächter? Ach, der ist... Ah, nee, ist gar nicht hier drin. Okay. Sah also nur so aus. So, eben kurz die Waffe nachladen. Auch Waffe eben wechseln. Ey, du! Oh, da fällt er sofort runter. Den haben wir auch sofort den Kopf abgehackt. Gut. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ich brauche eigentlich eine Waffe jetzt, ne? Aber ich verstehe nicht genau, was war hier jetzt am besten dafür tun soll. Eigentlich kaufen möchte ich mal eine, aber irgendwie kriege ich da nicht die passende, die ich gerne haben möchte. Das ist leider mein Problem. Oh. Alter. So. Aber Moment mal, jetzt wollte ich erstmal kurz schauen. Wir haben jetzt hier den Wurfhaken. Den will ich natürlich auch mal ausrüsten. Den tauschen wir gegen... da kommen die Armee-Dinger. Und dann tauschen wir auch mal um. So, gucken wir mal. Wie geht das denn hier? Boah, okay, das ist krass. Das feiere ich schon mal extrem. Zack und wem. Und jetzt runterfallen. Okay, doch nicht. Gut. Können wir uns da festhalten irgendwo? Ne, es ist zu weit. So, hier unten waren wir drinne. Springen wir hier runter und zapp, runter. Da hinten müssen wir. Jetzt finden Sie den Museumswächter. Wo soll der denn sein? Geht nicht. Zapp. Und nach oben. Boah, das ist echt krass. Okay, doch nicht. Ging jetzt nicht nach oben, aber jetzt so. Sind wir oben. Zack. Kriegen wir da auch Punkte für? Komm her! Weiß gar nicht, wieso kommen wir hier denn nicht hoch? Achso, das geht. Zack! Sicherheitszone freigeschaltet? Wieso das denn? Achso, wir mussten einfach nur hier hin. Ich verstehe, okay. Das ist doch schon mal gut. Ein Sonderangebot? Immer her damit. Wo bist du denn? Hier. Wenn du wegen Essen hier bist, musst du warten und bekommst deine Ration wie jeder andere. Deswegen bin ich nicht hier.
Ich bin Crane, ein Kurier. Sollte ich da draußen nach etwas suchen? Uns geht fast alles aus. Essen, Wasser, Medizin. Man sollte nicht meinen, dass die Altstadt ärmer als die Slums ist. Aber es ist leider so. Ich frag mich aber, ob an den Gerüchten um ein großes Vorratslager irgendwo in der Stadt was dran ist. Die einzige Person, die die Wahrheit kennt, ist Tabit Erdal und aus dem bekommt man nichts raus. Wo finde ich ihn? Irgendwo in der Stadt. Er ist nicht gefährlich, nur schwierig. Er war früher Stadtsekretär und kann sehr bürokratisch sein. Versuch bitte, ihn nicht zu töten. Aber wenn du ihn töten musst, kann ich das verstehen. Okay. Alles klar, aber wir wollen jetzt erstmal... Ja, das wollen wir erstmal nicht annehmen. Ganz ehrlich, wir haben erstmal wichtigere Sorgen, ja? Sipi-Säbel. Okay, so ein Säbel wäre auch nicht schlecht, ne? Falsches Hackebeil. Auch nicht schlecht. Grausamer Schlagstock. Also der ist schon richtig krass, glaube ich. Kukri-Messer. Hier das orientalische Hackmesser, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. 93 Handling. 227 Schaden. Komm, das nehmen wir einfach mal. Ja, wir haben keinen Slot frei, okay. Warte mal, gucken wir mal nach, was können wir denn hiervon nicht mehr gebrauchen. Kurz, nochmal Handel, ich will mal kurz hier eine Waffe verkaufen. Tantomachete, die behalten wir, denke ich, noch. Den können wir verkaufen. Für wie viel, was steht da Preisnummer? Ach so, was steht da rechts daneben, okay. Gut. Das können wir verkaufen. Den verkaufen wir mal. Handel. Dann nehmen wir uns hier mal den, ja, orientalisches Hackebeil. Gekauft. Standard Höllenfeuer. Komm, kaufen wir auch mal kurz. Wir haben gelernt, Standard Höllenfeuer herzustellen, ja. Gucken wir mal, was können wir jetzt machen. Die haben wir keine Waffe für Flüchter, Nahkampfwaffe. Können wir mal gucken. Anfertigen für orientalisches Hackebeil. Boah, plus 45 Schaden. Das ist krass. Na komm, machen wir mal. Anfertigen. Ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht. Aber ich hoffe mal. Die werden wir nämlich jetzt mal kurz wählen für die Tanto. Nee, für das Spitzen... Nee, doch, für die Tanto-Machete. Gut. Alles klar. Dann können wir mal hier ins Haus reinschauen und gucken, was er hier für uns hat. Für wichtige Informationen. Tarek, was wollen Sie? Wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier. Keine Panik. Troy schickt mich. Troy? Dem Himmel sei Dank. Ich hatte keine ruhige Minute, seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe. Er hat nur mich, aber ich bin nicht so gut mit Kindern. Deswegen bin ich nicht hier. Aber Troy hatte versprochen, jemanden zu schicken. Ich muss ins Museum reinkommen. Ins Museum? Aber Troy meinte, es würde Hilfe kommen. Sie hat es versprochen. Also, Tarek, Sie sagen mir, wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich Ihnen helfen, okay? Reis kontrolliert das Museum. Dorthin zu gehen ist Selbstmord. Nicht, wenn ich unbemerkt bleibe. Sie waren doch der Kurator, richtig? Da kennen Sie bestimmt einen Weg, wie man sich heimlich Zugang verschafft, oder? Haben Sie eine Tauchausrüstung? Nein. Schade. Es gibt einen Zugang im Smaragdteich, aber niemand kann so lange die Luft anhalten. Sie würden wahrscheinlich ertrinken. Wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit. Also werde ich es versuchen. Okay. Das wird aber, denke ich, wirklich nicht so einfach werden. Was bist du denn hier für eine Dame? Okay. Finden Sie den Unterwassereingang im Smaragdteich. Aber wir werden uns, glaube ich, jetzt erstmal... Hier ist, die will uns, ja, die will was machen, aber wir gehen erstmal schlafen. Schlafen dann nochmal und dann können wir wieder aufstehen. So, es ist Nacht. Jetzt müsste eigentlich wieder Tag sein, oder? Okay, 10 Stunden später, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 7.02 Uhr, das ist gut. Damit kann ich schon mal leben. Gehen wir hier raus. Alter. Das war jetzt krass. Das war nicht so geplant, denke ich mal. Hep, hier rüber und komm schon, Leute. Die haben doch meistens Munition hier drin, oder nicht?
Ach Mann, was willst du denn da schon wieder, ne? Alter! Oh mein Gott. Alter, wo kommst du denn her? Wo kamst du jetzt her? Aus dem Gullideckel. Kann man da durchgehen oder was? Weiß ich gar nicht. Nee, okay. Man fliegt einfach drüber. Ganz krass. Gut. So. Was wollte ich hier machen? Oh ja, das Polizeiauto hier. Oh, sofort. Fast richtig. So, nee. Auch nicht richtig. Alter, wo bist du? Da bist du. Komm her! Zack. Komm her, fall hin. Fall nochmal hin. Dreimal treffen muss ich dich, glaube ich. So. Du hast nochmal einen Todesstoß verpasst. So, komm. Jetzt müssen wir es aber schaffen. Wir eben schnell. Schnell das Polizeiauto öffnen. Super. Gut. Tür auf. Was haben wir denn drin? Munition? Nee, eine Tasche mit Wertsachen. Alles klar. Kann man auch gebrauchen. Lass mich mal kurz die Waffe angucken, die wir jetzt neu haben. Warte mal, wo haben wir sie denn? Hier. Okay. Die ist sicherlich richtig nice. Hier können wir die Pflanze... Wenn wir schon hier sind, können wir natürlich auch die Pflanze mitnehmen, ja? Und dann... Phew! Geht nicht? War hier auch. Ja, wieso kann ich jetzt nicht... Wurfhaken habe ich doch. Hä? Ist das jetzt Buggy gerade oder was? Keine Ahnung. Irgendwie kann ich den nicht benutzen. Ah doch, muss er zwei... Oh Leute, hier seid ihr aber... ein bisschen viele, wie ich finde. Darauf habe ich schon mal keinen Bock. Ey, das ist richtig praktisch, ganz ehrlich. Okay, der braucht halt auch so ein bisschen... Anlaufzeit. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Gut zu wissen, eigentlich. Wäre sonst auch ein bisschen OP. Komm, wir versuchen einmal. Was bringt das? Okay, sofort kaputt. So wie das die eine Waffe, die wir letztens schon mal hatten. Das ist schon mal ganz geil. Brauchst du was Neues? Hast du denn was mit Sonnenangebot oder so? Ein neues Rezept wäre nice. Heilin dabei. Okay, okay, okay. Brauchen wir alles nichts. Jagdmachete, die wäre vielleicht noch nice gewesen, aber... Nee, danke. Wir wollen hier einfach nur eben schnell hochklettern. Oh. Da ist einer runtergeflogen, aber gut, dass der eine da eingesperrt ist. Dem passiert schon mal nichts. So, was soll ich jetzt hier machen? Irgendwo rüber. Ist man da drauf? Zack. Kann man locker so rüber springen. Da wieder nicht. Hier drauf. Whoop. Geil. Also jetzt kann man noch besser fortbewegen. Das ist dieser... Nein! Puh, ich dachte jetzt, wir fallen runter. Gut. Nicht verbrennen, nicht brennen. Okay. Wir sind wieder so ein Idiot und fangen an zu brennen. Das war schon mal klar. Aua. Da war eine Falle. So, jetzt musst du hier auch... Hier ist auch ein böses Revier, können wir eigentlich auch einnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Hallo? Spider, was ist mit dir los? Sie sind's, Crane. Ich habe sie auf den Postern gesehen. Sie müssen mir helfen. Was ist passiert? Reis Männer haben auf mich geschossen. Ich bin auch Kurier. Naja, fast. Hey, ich kann nicht mehr.
Können Sie mir helfen und diesen Run für mich zu Ende bringen? Hey, ich kann Sie zu einem Unterschlupf bringen, aber dann habe ich anderes zu tun. Nichts ist wichtiger als das hier. Glauben Sie mir. Okay, dann erzählen Sie mal. Die Quelle der Epidemie. Wo? David zeigt's Ihnen. Hier, eine Liste und eine Tasche mit schon gesammelten Sachen. Den Rest müssen Sie erledigen. Wenn Sie alles haben, bringen Sie es zu David am Royal Canal. Er wird Ihnen alles erzählen. Sagen Sie, dass Spider Sie geschickt hat. Was ist mit Ihnen? Keine Sorge, hier in der Nähe ist ein Versteck. Ich komme klar. Helfen Sie David. Das ist alles, was zählt. Ob man ihnen wirklich vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Okay, nehmen wir die Tasche mal mit. Können wir aber erst später machen. Hab jetzt erstmal andere Sorgen. Was war das denn jetzt hier? Hä? Wer ist denn da? Macht mir aber einer wieder Angst. Keine Ahnung, was da für ein Gegner gerade ist. Aber wir springen jetzt einfach hier ins Wasser rein. Juhu! Okay, gut, das haben wir geschafft. Aber wir müssen doch hier rüber, ne? Hier die Pflanze nehmen wir kurz mit und der Wassereigen, jawohl! Schnell nach oben. Dann gucken wir mal, was wir jetzt am besten hier machen. Also, der Unterwassereingang. Wer war das hier? Alter, also müssen wir jetzt hier hochrennen oder was? Okay, da ist schon mal der Eingang. Alles klar. Dann versuchen wir unser Glück. Runter, runter, runter. Hä, wo ist er denn jetzt? Ach da, Mist. Kacke. Nochmal auftauchen, Luft holen und runter geht's. Komm schon. Das müssen wir schaffen. Man kann kaum Luft holen, hat er uns erzählt. Aber es wird, glaube ich, schon irgendwie klappen. Es muss klappen. Okay, wir haben es geschafft. Gut. Das haben wir geschafft. So. Jetzt aber... Nochmal runter. Oder wie? Wir müssen jetzt... Oder irgendwie hoch, hä? Ich bin mal kurz hier... Achso, wir müssen hier rüber. Jetzt können wir hier wieder weiter tauchen. Alles klar. So, wieder Luft holen. Weiter geht's. Okay, wir haben es geschafft. Ich weiß auch nicht, ob es hier sinnvoller ist. Kommen wir denn da rein jetzt eigentlich? Da wollte ich doch eben letztes Mal schon... Waren wir doch schon mal, oder nicht? Keine Ahnung. Aber da möchte ich gerne die Truhe haben, ganz ehrlich. Man geht leider nicht. Kommen wir nicht durch. Schade. Der Wassereingang, da haben wir ihn. Ich würde sagen, wir rüsten uns sofort mit einer schweren Geschütz aus hier. So. Und dann gehen wir mal rein. Gucken wir uns mal an, was uns da erwartet. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ursprünglich als Festung konzipiert, dient es jetzt in Sektor 0 als Rais Hauptquartier. Ich muss mir Zugang verschaffen, bevor Jade gefoltert wird. Oder noch Schlimmeres. Ja, das stimmt. Sie darf einfach nicht gefoltert werden. Wir müssen sie retten. Wir haben schon ihren Bruder nicht retten können. Dann wollen wir wenigstens sie retten. Am besten Licht aus, oder? Bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Mit Licht da einfach so schon... Dass sie wissen, dass wir kommen. Komm,
Komm nach oben, Luft holen. Hier gibt's keine Luft, scheiße. Mal zurück, komm schon. Komm, bitte noch einmal kurz Luft holen. Ja, gut. So, jetzt weiß ich aber, dass ich da keine Luft kriege und einfach jetzt da irgendwie durchschwimmen muss. Und gleich greifen wir jetzt mal so einen Zombie an. Hä? Ach, da durch müssen wir. Komm schon. Oh Mann, das schaffen wir doch nie im Leben, ey. Krass. Oh Mann, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Oder vielleicht kann man dann noch unser Leben kurz nur noch verlieren. Oder wir, oder vielleicht. Vielleicht doch. Vielleicht. Da ist es. Da ist Luft, Luft, Luft. Ja. Boah, krass. Gut, wir haben es noch geschafft. Gott sei Dank. Es wird ein richtiger Wasserakt hier. Na komm, dann gehen wir nochmal runter. Oh Mann, die greifen uns hoffentlich auch nicht an. Hier geht's nicht her. Hier unten durch. Und dann sind wir schon irgendwie da, oder was? Nee. Hier durch. Weiter, weiter, weiter. Ist da eine Giftwolke oder so? Nee. Da hinten raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Luft ist echt knapp. Also das ist echt nicht zu viel verrein. Das wäre das Einzige, was wir da machen mussten. Durch den Eingang da schwimmen. Aber jetzt hier nochmal. Bin mir auch nicht sicher, wo genau. Ah, hier. Hoch, 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 hoch. Komm schon. Jawohl. Gut. Dann können wir nach oben klettern. Es geht nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Hier hoch. Hep. Und. Hep. Okay, gut. Hier fahren wir doch mit Sicherheit runter, oder? Nicht schon wieder. Ah, das war doch so klar. Jetzt fahren wir auch runter. Okay. Wenn wir jetzt hier runterspringen, fallen wir ganz runter. Aber egal, was wir machen, wir fallen so oder so ganz runter. Was sollen wir das so machen? Ich bin drin. Das war der einfache Teil. Ich hoffe, das ist dir klar. Danke für die aufmunternden Worte. Ich sag's nur, wie es ist. Viel Glück. So. So. Die sind, glaube ich, gleich über mich bestimmt. Bin mir nicht so sicher genau, wo wir es hin müssen. Hier ins Wasser wieder. Lass mal hochtauchen. Okay, jetzt hier raus. Alles klar. Wir sind an der Oberfläche. Was haben sie denn hier? Okay. Oh Mist. Jetzt haben wir geschossen. Das war nicht so schlau. Und ich mache auch noch mit, ey, ich Idiot. Aber wenigstens haben wir zwei Polizeigewehre neue. Das ist ja schon mal was Tolles. Eigentlich wollte ich die so mit einem Nahkampfangriff irgendwie umbringen, aber irgendwie, war das nicht so das Wahre. Tantomachete? Interessant.
Okay, Leute, bevor wir jetzt hier reingehen, durch das große Tor in das Museum, werden wir erstmal die Folge beenden. Sorry für den kleinen, für die fiese Aktion jetzt hier. Aber wir werden es in der nächsten Folge erfahren, wie es wohl weitergeht und ob wir sie retten können. Also Leute, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Dying Light mit in dem Orolein. Und diesmal weiter geht's auch mit schöner Qualität von der Stimme und nicht wie in der letzten Folge mit so einer Scheißqualität. Versprochen. Bis dahin. Ciao.